Begleiten Sie uns auf eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Oder doch nicht? Fast möchte man glauben, die Charaktere agieren im Hier und Jetzt. Alle 5 Jahre verwandelt sich die Ennstaler Gemeinde Öblan in jene Bretter, die bekanntlich die Welt bedeuten. Ich bin der Pittelmacher Gstatt, der euch zum Ehrentag einlädt, in seiner Zeit die Blutsvorfahren. Jetzt aufgepasst! Die Mädchen linker Hand, die Knaben auf die rechte Seite. Wir gehen nur mit unserer Oma mit und sind einfach da. Ich hab vor 10 Jahren, 2002, war ich Festspielbaby. Meine momentane Rolle ist der Streutz. Das ist einer der ersten Bürger von Öblan, der Großvater von der Paula Kroker. Über 300 Laienschauspieler wirkten im Stück Die Hochzeit von Paula Kroker mit. Im Mittelpunkt der Handlung steht Erzherzog Johann, der im Jahr 1821 als Brautführer des Pflegers zu Gstatt zu Gast in Öblan war und die Hochzeit zu einer Begegnung mit seiner Herzensgeliebten Anna Blochl nutzte. Hey, war mit deiner Musi ab. Lebhaftes Treiben am malerischen Marktplatz, viele Zwiegespräche rund um die heimliche Liebe und die Sorgen und Nöte der Bevölkerung und fast schon in Vergessenheit geratenes Brauchtum schmiegen sich wie ein Mantel um die Handlung, die ihren Höhepunkt in der Huldigung Erzherzog Johanns, dem guten Geist der Steirer, erreicht. Wenn wir jetzt einmal von der Welt des Kaisers, von der Welt der Monarchie weggehen, sind die Probleme absolut auf heute umzulegen. Es ist dieser kleinliche Dorftratsch, es sind die kleinen Schwierigkeiten zwischen Alt und Jung, zwischen den Kindern, den Erwachsenen, es sind die Eifersüchteleien, der Spott, manchmal auch der Neid, dann wiederum die wunderbare Zusammenarbeit. Es sind immer wieder dieselben menschlichen Probleme, die uns berühren. In dieser Weise ist das Stück der Paula Kroker sehr, sehr aktuell. Die Musik ist eine Vorgabe, der Bandeltanz, der jetzt im 3. Akt erfolgt, ist auch eine Vorgabe. Das ist ganz entscheidend. Die Leute, die da hierher zuschauen kommen, erwarten sich natürlich auch folkloristische Darbietungen. Die passen sehr, sehr gut hinein. Das ist keine Frage. Dazu sind auch die Trachten bemerkenswert. Vor allem aber auch die Sprache. Paula Kroker hat uns mit dieser Sprache sehr, sehr viel aufzulösen gegeben. Manches muss hinterfragt werden, manches muss wirklich neu überdacht werden, muss ausgeforscht werden, was bedeutet das. Paula Kroker hat auch eine Kunstsprache zwischendurch verwendet und das ist natürlich eine ganz besonders schöne Aufgabe. Sonntag ein Checkerdes ein. Spricht wallisch, krawattisch und bämisch dabei. Ja, Zigeuner steht nicht im Buch. Das Wort Zigeuner kommt nicht vor. Es heißt einfach Gauklergruppe, die Jahrmarkt Gaukler und da bin ich der Ausruf. Also steht es im Textbuch. Die Stimmung ist ganz, ganz ausgezeichnet und wir haben sehr gute Rückmeldungen. Vor allem die Zigeuner. Ja sicher, wir haben immer unser Bestes gegeben, aber heute sind wir natürlich schon sehr gut in Fahrt bei der letzten Aufführung, weil jetzt dürfen wir dann ja wieder 5 Jahre nichts sagen und jetzt gehen wir heute noch einmal. Was wir haben da einen Rückbratschützen. Eine Woche schreibt er schon was rein. Für Stoche oder quer und bleib. 3 in der Webbritzen. Heif, Damsen, hat er niedergestrahlt. Jetzt haben wir noch einmal zu, aber zart.
in Schwyz und Hitzen. Wir heißen einen guten Land. Man hat ja gesehen im Spiel, was da alles los ist, was für Einflüsse. Also vom Zirkusdirektor angefangen über Schulkinder und Bettler und alles gibt es da. Und da muss man schauen, dass man das in geordnete Bahnen lenkt einfach. Und das ist meine Aufgabe. Das ist der konservative Widerpart zum Bader, der dort den neuzeitlichen Geist ein bisschen darstellt. Und wir zwar versuchen halt da uns gegenseitig ein bisschen zu unterstützen und dann nebenbei ein bisschen zu schauen, einmal will der ein bisschen mehr Recht haben, einmal der, und das ist so eine ganz gute Mischung. Im Festspiel überhaupt sind sehr viele Passagen zu finden, wo man heute oft schmunzeln muss, weil man sagen muss, eigentlich passt das heute auch noch alles ganz gut. Es ist so, das Wunderbare ist wirklich das, dass jeder in die Rolle schlüpft und sich so eine spielt und eine denkt, dass man glaubt, das ist wahrhaftig derjenige, der da jetzt da steht. Wir reden uns auch mit den Namen an des Festspiels. Das sieht man, glaube ich, auch wirklich beim Spiel, dass von den Kindern anfangen bis zum 90-Jährigen jeder sein Bestes gibt und jeder mit Stolz seine Rolle erfüllt. Wir haben ja insgesamt mehr als 400 Mitwirkende, diese 320 Sprechrollen, 180 Statisten und 100, die wir halt noch zusätzlich brauchen. Und wir sind in der Zeit des Festspiels einfach sehr, sehr viel gemeinsam zusammen. Wir verbringen sehr viel Zeit gemeinsam. Und in dieser Zeit werden viele, viele Freundschaften gebildet. Die, die es schon gibt, werden noch gestärkt. Man ist wenig zu Hause, man braucht den Fernseher nicht einschalten und ist wirklich einmal gesellschaftlich auf ganz einem anderen Niveau, wie man sonst ist. Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Rolle, weil im Prinzip ist sie gar nicht so wichtig. Sehr wenig Text und viel im Mittelpunkt stehen. Also sehr dankbare Rolle. Der Festspieler, wir machen das nicht um Gottesland, sondern kriegen eine gescheite Gage. Eine Wurstsemmel und ein Bier. Herzlichen Dank. Meine Rolle ist eigentlich zu verkörpern, dass ich ein bisschen scharfe bin und schaue, dass mein Mann nicht das ganze Geld verprasst. Ich bin vom Amtmann die Frau, vom Bürgermeister. Ich bin der Bürgersfrau und ich bin recht eine Neugierige. Und ich werde abgestraft, dass ich nicht gar so neugierig bin. Ich bin das Wabal. Ich bin ein Schulkind, die Sofel. Ich bin ein Schulkind, die Lisal. Eva. Rosina. Die Aufnahme, die man hier findet, ist wunderschön und die Tradition wird hier sehr hoch gehalten. Es wäre für viele Orte im Enster wäre das sicherlich ein Vorbild, was Öppland hier macht, alle 5 Jahre. Das ist einfach einmalig. Und es ist schön, wenn man als Schladminger da mitspielen darf. Es gibt also kaum jemanden, der noch nicht mitgespielt hat bei diesem Spiel. Wir spielen ja seit 1936 und das Festspiel gehört einfach zu Öppland dazu. Getragen wird dieses besondere Schauspiel von Eigenschaften, die man so heute nicht mehr allzu leicht findet. Zusammenhalt, Gemeinschaft und Freude am Ergebnis. Einem Theaterstück, das wohl seinesgleichen auf der ganzen Welt sucht.